Hi, ich bin Zepter, das ist Drino, es ist 3 Uhr nachts und wir sind hier auf dem Kanal von HiBlubBlub, aka Blubby. Das ist das Interview mit Drino. Hallo, wir haben gerade Zepters Video gedreht, wir haben 3 Uhr nachts und ja, ich werde jetzt mal ein paar Fragen beantworten, die der gute Blubby mir gestellt hat. Schieß mir mal los. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ich habe einzelne Buchstaben aus meinem bürgerlichen Namen einfach rausgenommen, die zusammengepuzzelt und dann ist der Name entstanden. Also ich brauchte einfach einen Namen und habe mir dann das spontan überlegt. Was erhoffst du dir durch deine JBB-Teilnahme? Tausende an Euronen, die durch Streaming-Einnahmen und Shirt-Verkäufe durch meine neuen Fans einfließen, die durch Schulden eh an mich gehen. Gegen wen im JBB würdest du gerne mal battlen? Auf jeden Fall die Frau, Grüße an Sly, und Quicks. Was sind die drei schlechtesten JBB-Runden aller Zeiten? Diverse, auf jeden Fall Diverse. Gegen wen? Gegen Aid, alles von Diverse. Da haben wir drei. Nee, Diverse, dann Fortune gegen Laska, die Rückrunde oder Hinrunde, whatever. Fett verkackt. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Und Smiles gegen Talon. Wie gehst du beim Schreiben deiner Texte vor? Bestimmte Routinen gibt es da absolut gar nicht. Ich gucke mir erstmal den Gegner an und gucke mir erstmal, was er so Markantes hat und versuche das auf jeden Fall erstmal gegen ihn zu verwenden. Ansonsten gibt es da noch die übliche Recherche und ich puzzle mir dann immer alles zusammen. Schreibe dann immer Viererbalken und einzelne Bars, die ich dann im Endeffekt einfach ja, zusammenpuzzle. Welche Runden im JBB konntest du bisher persönlich feiern? Also wenn ich so jetzt spontan nachdenke, auf jeden Fall die 80-Runden, alle. Bis auf die gegen Laska. Und ansonsten, dieses Jahr fand ich zum Beispiel die Quali bisher von Abeck cool. Aber, ja. Und halt die Leute, die man so, die nach vorne gehen. Was ist deine Lieblingspunchline? Die Bewertung ist für mich vollkommen unverständlich. Das ist Straßenweb auf höchstem Niveau. Grüße an Gotcha. Wer ist der beste Videoproduzent im JBB, deiner Meinung nach? Die besten Videos, die jemals im JBB produziert worden sind und es auch bleiben, sind ausschließlich von dem Videoproducer Moritz Döring, der sich in jeder Runde von mir und den ganzen Leuten, die da bei uns abhängen, ins Zeug legt, um ein sauberes Video abzuliefern. Und ja, Moritz Döring. Was sagst du zur Grabrede von Julian Boss? Das ist halt eine Meinungsverschiedenheit. Ich persönlich glaube halt einfach, dass da noch was kommt und dass der Julian wieder ganz gut die Leute verarscht und einfach durch den Kakao zieht, weil er einfach in meinen Augen vom Marketing auf jeden Fall einen Plan hat, weil sonst würde der Kanal gar nicht mehr stehen. Was hältst du davon, dass die Zuschauer dich mit Johnny Dixon vergleichen? Boah, jetzt kann ich das endlich mal sagen. Jeder, der auch nur ansatzweise denkt, dass ich wie Johnny Dixon klinge, hat wirklich ein Rad ab, ja? Das ist vollkommen unverständlich für mich so. Das ist, wo klinge ich denn bitte wie Johnny Dixon? So, weil ich, nur wenn ich jetzt vor jeder, die letzte Line von jedem Part in meiner Quali ein bisschen gesungen war, heißt es ja nicht, dass ich jetzt wie Johnny Dixon rappe oder klinge. Also, ja, davon halte ich nichts. Welche Projekte planst du für die Zukunft? Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt nach dem JBB, also nachdem ich das JBB gewonnen habe, erstmal ein paar Songs releasen und auf jeden Fall mit normaler Musik weitermachen. Wie können die Zuschauer dich nach diesem Interview weiter supporten? Supporten können mich die Zuschauer, indem sie Diverse entliken, meine Page liken, alle meine Songs immer auf jeder Plattform kaufen, meine Shirts kaufen und alles von mir liken, was es nur gibt. Auch Instagram folgen, Snapchat, alles. Deine nicht existenten Shirts. Meine noch nicht existenten Shirts. Das war auf jeden Fall ein sehr spaßiges Interview für den Herrn HiBlubBlub. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen offen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde da bestimmt mal vorbeischauen, ob ich antworte, kann ich euch nicht versprechen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt endlich mal schlafen. Nein. Ich verbiete es dir.